Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Das ist der Turm, ne? Er wird ja nie ein Kind. Ja, sein, werden, wie auch immer. Ja. Vor allem, was er jetzt so erlebt hat. Das stimmt. Da oben ist einer. Das ist immer so krass mit einem einzigen Schlag mit der Faust, ne? Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Der ist ja nicht tot. Das heißt, der könnte ja wieder aufstehen und das wäre scheiße. Ein Platz beim Haus, okay? Meint ihr jetzt das Haus da? Aber das hier meint sie doch nicht, ne? Ist der drüben? Ist so weit weg. Also dann doch das. Wahrscheinlich das Ding hier. Kann er nur hier reingehen? Ein Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Ja, aber das ist ja das Haus, weil... Oder meint die dies Haus hier? Nee. Hier drin vielleicht? Da kommt man aber nicht rein, ist die Tür ist zu. Nee. Weiter komme ich jetzt auch nicht rüber, also ich kann ja nicht so weit gehen oder fliegen. Also ich denke mal, weil da hinten ist nichts mehr. Oder meinen die das Haus hier vielleicht? Darum kommst du auch nicht? Also links und rechts sind auf jeden Fall Leute. Die würden mich sehen, wenn ich da jetzt rüberlaufen würde. Ja. Aber es muss das Haus hier sein, irgendwie. Weil ich habe jetzt mal... Also ich... Denke mal, dass du doch hier rüber sollst. Aber du kommst wahrscheinlich... Wenn ich durch die Tür komme, aber... Ja, das Problem ist, oder du kommst hier auch nicht hier rum, oder wir müssen rum, das ne? Ding wegsprengen, aber das wäre auch ziemlich laut, ne? Ja, vielleicht solltest du erstmal versuchen, da rüber zu kommen. Aber dafür musst du halt gucken, dass an denen, dass die dich nicht sehen. Aber die sind auch ziemlich weit weg. Also es könnte schon sein, wenn du da rennst. Die sind auch ziemlich weit weg. Ja, entweder halt das oder ich muss dich zwischendurch mal reinschalten. Ja, ja. Aber ich denke mal... Oh, die sehen mich ja auch so, also... Ja, deshalb sage ich ja, sie sind wahrscheinlich aus dem Sichtfeld. Das heißt, jetzt kannst du rüberrennen. Na, was war das jetzt? Hä? Was macht der denn jetzt? Jetzt rennt er wieder zurück? Oder will die doch in das Loch da rein, da irgendwie? Keine Ahnung. Aber da ist doch nichts. Irgendwas? Ach doch, da, eins. Du weißt, was du tun musst. Dein Ernst jetzt. Oh, nee. Finde Jamal ein. Ey, wegen den 2 Zentimeter, ja? Das ist er. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Nein, Aiden. Man darf uns nicht bemerken. Bleib an seiner Nähe. Vielleicht geht er jetzt noch nebenan oder so. أنا أخشى ألا تقف الولايات المتحدة في صالحنا أبداً. إنها كانت على علاقة ممتازة مع الرئيس السابق. Soll nicht lachen, das soll endlich mal woanders hingehen. ولا يمكن أن تسمح لجمال أبداً أن يأخذ مكانه. أنا لا يهمني رأي أمريكا حتى أخذ الحكم في بلدي. Kannst du nicht einen übernehmen? كيف لا يهمك أمريكا؟ Oder oben vielleicht irgendwie Geräusche machen oder so?
Also, dass er da irgendwo nach... Was ist das denn? Ist das ein Pulverfass oder sowas? Nee, ne? Ach so! Okay, das hatte gar nichts damit zu tun. Ja, super! Irgendwann lerne ich nochmal, wie das aussieht mit dem Bonus. Ah, jetzt bist du im Keller? Nee. Aber ich kann hier auch nichts machen. Sonst kann ich hier draußen irgendwas machen? Mit denen? Hier? Da. Ah, da! Warte mal. Oh, den kann ich umbringen. Ich dachte, den könntest du übernehmen. Nee, das ist ein Orange. Rot ist umbringen, Orange ist übernehmen. Da ist einer. Rechts. Wo? Ah ja. Das sind sogar zwei. Wer hat eine Waffe? Warte mal, haben die beide, eigentlich haben sie beide eine Waffe. Ich übernehme den, der kann die Tür aufmachen auch. Vielleicht. Wohl. Ja, du sollst wahrscheinlich reingehen und ihn umbringen oder so. Oder auch nicht. Das fällt dir auch gar nicht auf, ne? Also das sollte ich nicht machen. Ich sollte irgendwas anderes machen. Ja, dann nimm mal den anderen. Aber geh dann ein bisschen weg von den Leuten. Such eine Waffe. Die Waffe war doch hier von dem einen, den ich umgebracht habe. Da ist was. Oder da. Nein, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt, ey. Besorg eine Waffe. Mann, ey. Das ist so scheiße, ey. Ich verstehe auch nicht, warum die nicht einfach R1, R2 schreiben können. Konnten sie ja früher auch immer. Also RB ist... Ich wie gesagt, ich würde alle einfach drücken. Das funktioniert normalerweise. Aber du musst sie, glaube ich, gedrückt halten, ne? Oder? Hä? Der hat ja keine Waffe. Ja, muss den andere dann suchen. Schau mal, hier hinter war doch einer, der tot liegt. Der hat doch eine Waffe. Ja, vielleicht hätte es auch direkt ihn nehmen sollen. Ich denke, das kann gut sein. So, jetzt habe ich eine Waffe. Und jetzt? Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen, er verdient den Tod. Komm schon, ich schaff das. Ich kann ihn. Ja, aber wenn ich... Ich kann ihn nicht jetzt... Du darfst aber nicht an den Leuten vorbeigehen. Ist da irgendwo eine Nebentür? Das ist ein Fenster. Kannst du von da aus vielleicht schießen? Nicht zu denen ran, ne? Nee. Da ist nix. Also entweder muss ich die jetzt alle hier umnieten, was ich aber nicht glaube, weil der wird mir das ja anzeigen. Im Moment zeigt er mir ja gar nichts, da an, wo ich hin. Da die Tür, kannst du die öffnen? Nein. Geh mal ums Haus rum oder so vielleicht. Vielleicht ist da ja noch irgendwo ein Fenster, von wo aus du das machen kannst oder so. Ja, da könnte es sein. Oder? Es wäre zumindest einfach, sagen wir es mal so, aber anscheinend wollen die es nicht einfach haben. Das wollen die nicht so haben. Oder ich muss hoch. Ja, hoch geht auch nicht. Aber das Problem ist, du kannst nicht an den Typen vorbeilaufen. Also, kann natürlich sein, dass das der falsche Typ war, dass die nur den anderen anhalten, ne? Und der hier kann reingehen oder so, weil der die Tür bewachen soll, der eine. Aber ich weiß nicht. Jo. Schalt so. RB? Ich drück RB! Ich drück RB! Der Typ jetzt auf.
Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Ja, ist ja gut. Ich bin ja schon irgendwie... Ich habe nämlich nicht gesehen, dass der jetzt gestorben ist. Wie kann ich die Tür aufmachen? Ah, ne, die Tür da, ja, du musst jemanden... Nee, ach so. Nein, nein! Ach man, komm! Siehst du, der ist... Nee, der ist es. Hm. Und da ist er wieder. Salim? Abi! Abi! Das ist der Vater, wa? La Tamucha, Abi! أنا بحاجة إليك oh لا تتركني لا تتركني إيه 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 لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنا كيساتيكا تي شوت مش Ich beschütze dich doch immer. Aber der ist doch von den Soldaten eben beschossen worden auch. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Schießen doch nicht auf einen Jungen von jemandem, den die kennen. Keine Ahnung. Ich meine, denen traue ich alles zu, ne? Aber... Verdammt! Fuck, wir müssen weg von hier! Ja toll, was soll ich denn machen? Ich kann auch nicht auf dich umschalten. Schalt mal auf mich. Kann ich nicht. سأكون الأول من يفعل ذلك. مهلا إلى هنا. إنهم يختبئون هناك. Kann ich auch meiner links gehen? Man, diese Kameraperspektiven, die sind so zum Kotzen. Irgendwann muss man diese Rettung machen. Komm schon, ich bring dich hier raus. Ja, klar. Eine Hand, ja. Cool. So will ehrlich ja feststellen, Digga. Alles klar, Mann. Da ist Tarzan Dreck gegen gewesen. Ey, was ich nicht verstehe, das war doch jetzt ein Push. Die haben doch die ganze Zeit gegen dieses Kack-Militär da gekämpft. Jetzt ist das Militär tot und die bedrängen sie. 10 Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Ja. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals.
jetzt Beruhigungsmittel, ne? Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Oder Schmerzmittel. Ja, ich wollte es gerade sagen. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du hast mich manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenzen. Fuck! Ich kann nicht steuern. Schau dir um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Ja klar, und du siehst nicht, was jetzt passiert ist, oder was? Ja. Hallo? Die sind einfach so gelandet. Ach so, ich habe einen Schutzschirm gemacht. Also, das ich haben hätte jetzt gedacht, dass du das jetzt machen müsstest, deswegen. Ja, hatte ich auch gedacht, aber das haben sie nicht gemacht. Aber sie haben es so kurz gezeigt noch. Nathan Dawkins. Sie haben gelogen. Damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein, nein, ich bin weggerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Allein, habe ich freigeschaltet. Oh. Stimmt, da kann ich mich noch vage dran erinnern, dass wir Ryan geküsst haben. So im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich ihm vielleicht eine Ohrfeige verpassen sollen. Mhm. Der Ergreifung entkommen, was war denn das? Ich weiß es gerade nicht mehr. Die Waffe genommen. Die war so lang. Deswegen. Dann noch das technische Problem. Da konnten wir gestern nicht weitermachen und mussten ja heute dann weitermachen. Und mein Gedächtnis reicht keine 24 Stunden, das kannst du vergessen. Waffe genommen vom Soldaten haben wir.
Ja, gab es eine andere Möglichkeit? Ach so, von dem einen Soldaten wahrscheinlich. Das hätte man ja wahrscheinlich nicht machen sollen halt. Auf der Straße gerettet? Wir haben nur 28%, okay. Okay, aber die meinen schon, dass wir gerettet worden sind, oder? Es gibt noch einen unentdeckten Weg. Vielleicht wäre das der gewesen, wo wir hingekommen wären, wenn wir jetzt nicht da angeschossen worden wären und so. Ja, klingt logisch, weil wenn man angeschossen wird und dann gerettet wird, oder vielleicht den anderen Weg, dass du selbst entkommen kannst oder so. Aber wie? Ja. Ich meine, rechts und links, da waren sie alle, ne? Wie soll man da entkommen? Also ich denke mal nicht, es kann auch einen anderen Weg vorher irgendwo was gegeben haben, irgendwie. In der Stadt entdeckt wurden, ja. Ja, 57%, ich sag mal, wir wussten ja auch teilweise gar nicht richtig, was wir machen sollten. Also von daher, am Kontrollpunkt entdeckt wurden, da weiß ich jetzt gerade nicht, was das genau sein soll, aber 81%, ich meine, wir scheinen nicht die einzigen Doofen zu sein, die da irgendwo entdeckt worden sind. bin ich jetzt mal gespannt, weil das hört sich ja doch so an, als ob wir jetzt bald gejagt werden. Ich glaube auch. Also das wird jetzt bestimmt, wahrscheinlich heißt das jetzt die Flucht oder so, die Jagd oder die nächste Folge, keine Ahnung. Das war jetzt die Mission. Die extrem lang war, fand ich. Also ich fand die sehr lang. Also wenn ich überlege, wie lange wir gestern schon gespielt hatten, bis zu dem Crash und wie lange sie jetzt noch war dann halt, ne? Also ich würde fast sagen, das war die längste Kapitel von den ganzen bis jetzt.